I have a lock on Benjamin King's simulation. The man built one empire? Now he's gonna help me bring down another. I'll send the cipher to Sid. Meet him at the usual spot. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Saints Row 4. Zwischenzeitlich mir ein paar Herausforderungen mal angeschaut. Und schon wieder die falsche Taste gedrückt. Und auch schon ein paar davon erledigt. Wie ihr sehen könnt, wir haben schon immerhin 32 von 36. Und hier dann 32 von 65. Ja, mir fehlen natürlich ein paar Medaillen. Sachen wie eben Genkis Mom habe ich nicht Gold und ja, Versicherungsbetrug wollen wir gar nicht drüber reden. Da weiß ich noch nicht, ob ich die wirklich schaffe. Aber die anderen Sachen dachte ich mir, ja, kannst du doch mal im Auge behalten. Und zwar die Sachen, die hier unten sind. Tod von oben ist wohl die letzte Fähigkeit, die wir noch bekommen. Können wir also noch nicht machen. Wirf Leute mit Telekinese durch die Gegend. Das klingt doch ganz gut. Ansonsten, Feuerelementzündung verstehe ich nicht so wirklich. Warum ich da keine habe. Ich meine, ich habe schon mehr als genug Leute mit dem Feuerelement erledigt, aber hier Eiszerschmetterungen zum Beispiel. Eine Sache, die man durchaus mal machen kann. Schweberkills kriegen wir auch hin. Bodenstammverlähmung müssen wir mal schauen. Das haben wir wiederum alles. Und dann halt mit den allen möglichen Waffen müssen wir noch ein bisschen was machen. Querschlägergewehr, Stubstead-Kanone, entführte Zielpersonen, Einlocher, also mit der schwarzen Lochkanone. Das integrieren und der Inflator-Strahl, den ich momentan habe. Mech-Anzug-Kills, Tentakel-Niederschläge, deswegen auch das Tentakel. Alien-Fahrzeuge, Sits, Murderbots, Wächter. Außerdem sollte ich Aliens verspotten. Setze deine neuen Alien-Freunde den Besonderheiten der menschlichen kulturellen Ausdruckskraft aus. Und der Rest, ja, der Rest, ne? Aber das mal so im Hinterkopf zu behalten. Also wir können auf jeden Fall mit den ganzen Waffen, die wir haben, mal ein bisschen was anfangen. Und uns auch kräftetechnisch versuchen, ein bisschen zum Beispiel auf den Eisstrahl zu konzentrieren, um da ein paar Punkte zu bekommen. Was ist passiert? Der Präsident ist about to enter Ben King's mind. So? Are you kidding me? The boss is going back to a time when they weren't in charge. When was the last time you saw that? I feel like this is an invasion of privacy. When did that ever stop your administration? We never invaded. Yes, we did. Jesus, what did we do? I'm committing treason if I tell you. I think treason only matters if you have a planet on which to be tried. That was bad timing. You get to be quiet now. Okay. Also wir gehen also in eine Zeit zurück, bevor der Boss an der Macht war. Na, no, das wird interessant. From the leader of the Vice Kings to best-selling self-help book author to the president's chief of staff. There are few people who've done as much as Benjamin King. And to think I almost tried to kill him back in Stillwater before his own lieutenants staged their little coup. Guess it worked out for him. Kinsey, am I back home in Stillwater? Yep. Ah, the armpit of America. Who says you can't go home again? I expected the buildings to look a lot worse than this. Yeah, they've really improved over the years. Watches! I got watches here! Yo, hey man, this shit'll cost you $600 in the store! Oh, whatever, man. Watches! Yo, I got watches! Und was verkaufst hey, du? Hey, baby. I could show you a good time. I think I remember getting shot here. Hey, Ben! Over here! Oh, hell no! Man, fuck the rollers! LeVar, you gonna let those bitches disrespect us? Shit, what you think? Oh, fuck. Nice going. Almost beats dancing. Krieg ich auch so einen Baseballschläger? Fand ich voll schnorker. Nein? Komm hier. Baseballschläger, genau. I haven't seen this church in years. Recognize that place? Sure I do. This is where I got my start. I was too scared to even talk back then. That must have been nice. Come again? I didn't say anything.
What the fuck? Komm, steigt aus eurer scheiß Karre aus und zeige ich euch, wo der Hammer hängt. Oh ja, Baby. Du könntest die Waffen ruhig da lassen. Oh, sag das doch gleich. Gott, die Waffen sind so schlecht. Geh mal wieder auf die Handpistolen zurück. Good girls kick ass. Ja, da hast du wohl recht. Ich hoffe, dass die 4 Stunden, die ich mit ihr spiele, auch irgendwann mal vorbei sind und ich dann wieder zurück zu einem männlichen Counterpart wechseln kann. Damit lässt es sich doch wesentlich besser identifizieren. Oh, fuck, not you again. Tanya? What's that bitch doing here? Frage ich mich, was wäre jetzt, wenn ich sie als erstes rausgeholt hätte? Ich kann die ja, glaube ich, auch noch holen. Das ist ja die letzte Person. Jesus, like a shrine of my past. Check. Erkunde die Kirche. Wird gemacht, mein Freund. I'm kind of shocked Freckle bitches never opened in Steelport. Then again, Councilman Phillips never did have a sense of humor. Hehe, Freckle bitches. Geiler Name für ein Passwort. Ben, it's me. I need my chief of staff, okay? Shit. Yeah, I remember now. I've never seen you this jumpy. What's going on? My crew turned on me. Tanya and Big Tony pulled a coup and now they want my ass dead. I was hoping Julius and the Saints would help me out. Julius? Fuck! Don't tell me he's here. No. I'm never able to find him. You're better off without him. Trust me. Ich hab mal eine Frage, dieses Viertel und 40. Was da immer mir wieder angezeigt wird. Was ist das? Tanya, think you bitches can take me out? Still think I'm just a pretty face? My name is Benjamin motherfucking King! Benjamin, this is nuts. Tanya tried to kill us years ago, but we killed her first, remember? Yeah, but that ain't what happens here. Every time I see her and Anthony, they end up putting a bullet in my head. Then I wake up and it's the same shit all over again. Na, wenn's immer wieder das Gleiche ist. We're just gonna get overrun in here. Take King and head back to the portal. I'll get you- Hang on, we can't go yet. What? Why not? You have King, so just- King, you're not planning on running, are you? Hell no. I'm not going anywhere till Tanya and Tony are in the ground. Gotta finish things here, Kinsey. King, let's take the fight to them. Boss, are you sure about this? There's Vice Kings all over that area. Ben, tell me when Tony and Tanya usually show up to kill you. Tanya's usually tried already. Must have scared her away earlier. Sorry. If we can hold out here, then Tony shouldn't be far behind the rest of the VKs. This feels just like old times, doesn't it, player? Let's reminisce after we kill Tony and Tanya. I've been searching the simulation, and so far no sign of either of them. No, but they will show up, won't they? Since King has been reliving this over and over again, it stands to reason that the parameters of the encounter should remain the same. I think that means yes. Glad you understand her. Hey, was einfach über mich drüber? Ja, Kollege, dann bist du das Erste, der von euch stirbt. Dann du da, du. Gott, sehen die Bäume scheiße aus. Mein Gott, ey. Dieses Spiel in Battlefield 4 Engine. Oder von mir aus auch GTA 5 Engine. Für alle Open-World-Fans. Check in that empty grave. I dropped something for you. There are times when I could just kiss you. Sounds like there's more going on around the other side. I'm gonna go check it out. Right. Was hast du mir denn da gelassen? Raketenwerfer. Schön, damit kann man doch bestimmt seinen Spaß haben. Frage ist, ob ich mir das aufheben sollte. Nein, macht doch viel zu viel Spaß. Hey, ihr habt das überlebt? Wollt ihr mich verarschen? Ach nee, habt ihr nicht. Aber vielleicht sollte ich nicht direkt daneben stehen, wenn ich das tue. Oh no. So. King went down on the other side. Hurry. Fuck. I never should have let him out of my sight.
Echt jetzt? I love meeting new people. Okay, weißt du was? Danke. Fürs Gespräch. Ja doch. Mein ernsthaft. So, mein Freund. King, you still with me? Fine. Thanks. Now on, we stick together. Got it? Maybe I can find the programs for Tony and Tanya inside the simulation's code and force them to spawn. Or maybe you won't have to, girl. Look! That's Anthony! Let's kill his punk ass! It's over, King. You can't outrun us forever. I didn't let the crew kill me when you all took up. Hey, I tried to warn him. Like Anthony ever listened. Boss, you and King should head back down the street to where you came in. It looks like Tanya's on her way. Hold on, you're just thinking of this now? I've been ready ever since I got here. Though I'll give Tanya one more chance to give herself up. Meaning put your weapons away and we'll see if she's willing to back down. What? Warum sollte ich sowas machen? Können wir wenigstens ein Auto nehmen? Ich weiß ja nicht, wir müssen ja nicht unbedingt den Rauchenden... das Rauchende Hamm wieder nehmen, aber... weiß ja nicht, hier so die Kamera, die sieht ganz lustig aus. Okay, die raucht auch. Ne, raucht nicht. Kann ich nicht? Schade. Okay, komm. Na, da sind wieder ein paar Freunde. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Weiß Kings. Yo, look who it is. Well, well, Benjamin. Time for you to die with some dignity. So much for her giving up. Anthony's dead! What the hell happened to her? Honestly, I don't care right now. As long as she ain't killing my ass over and over again. I wonder, if I set her and Pierce up on a blind date, who'd kill who first? Noch eine Herausforderung erledigt. Mit Begleitern verbrachte Zeit. Mit Vergleitern. Mit Begleitern. Sehr schön. So what's the situation look like out there? It's bad. Why do I have a feeling that's a big understatement? You know me too well. We have a plan? Kind of. Kind of? We're getting the band back together and then we're gonna kill Zinyak. That's not a plan, that's a goal. Wait, you got a better one? Kenzie, you listening? Yeah. I want to turn this whole simulation off. You think you can do that? With my help, she can. I don't need your help. Yes, you do. That's why you saved me first. You saved Matt before me? Brilliant computer hacker, record mogul. Experience with virtual worlds, experience with street gangs. My experience is empire building. Empire building? I'm sorry, who became fucking president of the United States? Who's the person that the fucking president of the United States asked to run their cabinet because they were way over their head? I was not in over my head. True or false? You called me at 3 in the morning asking me to run your election because you weren't polling for shit. There are some fine points you're glossing over there, buddy. You're right. You weren't asking me, you were begging me. Are you two finished yet? Keith, have you been watching the whole time? Yeah. And I'm just throwing this out there. I think there's only a passing similarity between me and Julius. Whatever, you're like the same person. How many of you guys are listening in on us? All of us? Let's not fight in front of the kids. Do you seriously have a plan? I do. Work it out with Kinsey and Matt and fill me in when we can execute. You got it. All right, I'm killing your connection, Benjamin. We'll see you soon. Hey, King. You really hate that you ended up in second place, don't you? Yeah. Le roi, c'est moi. Irgendwie sowas wie die Rache ist mein oder sowas bestimmt. Und so ein dämlicher Spruch wird sagen. Und damit haben wir Ben Kingslayers Begleiter freigeschaltet. Wunderbar, wunderbar. Wonderbra, sag ich dazu nur. Und du hast bestimmt ein paar Aufgaben für mich. Oh fuck. Mann.
Was? Ben King muss doch auf meinem Schiff sein. Etwas Seltsames geschieht in der Simulation. Man wird dich angreifen, bis diese Situation geklärt ist. Ja. Warum kann ich nicht mit... Warum gibt es hier keinen Ben King, ne? Der muss doch hier irgendwo sein. Vielleicht auf der Toilette? Nein? Vielleicht hier unten irgendwo? Da ist Stupid Matt. Ah, Ben King, der muss doch hier auf dem Schiff irgendwo rumeiern. Oder nicht? Wo ist Pearson? Warum wandern die laufend immer alle? Das geht mir total auf den Sack gerade. Okay, gehen wir mal nach oben. Schauen, die sitzt ja auch nicht mehr rum. Auch sehr interessant. Gehen wir mal nach hier vorne. Okay, wenigstens du bist noch hier. Ah, sie sitzt da, deswegen. Okay, aber Ben Kingsley ist irgendwie noch nicht aufgetaucht. Ben King. Oh, guck mal, da geht's noch hoch. Da war ich noch nicht. Okay. Jetzt weiß ich, warum ich hier noch nicht war. Weil es sinnfrei ist. Okay, begib dich zu Ben King. Ja, gut, dann halt ab mit uns in die Simulation, ne? Na, holen wir Asher. Oder wie sie heißt. Ja. Und bevor wir dann die Simulation komplett durchdreht, sammle ich erstmal alles ein, was es einzusammeln gibt. Das ist jetzt der Plan. Found her way into the simulation and is building up her empire. What the hell is she doing? She's corrupting people with some sort of virus that's turning them all into her sex trade workers. Matt's figured out a way to stop it, and once that's done, we need to end Tanya for good. All right, I'm in. What? Ihr seht komisch aus, nicht, dass man so merken darf. Hey. Wir können doch nicht einfach wegrennen. Das ist nicht nett. Tentakelniederschläge. Aber das zählt nicht als Tentakelniederschlag, oder? Hm. Warum ist das hier? Weg damit. Brauchen wir ja nicht. So. Gehen wir nach da. Starten einfach die Mission und gut ist. Dieses Wobble-Wobble-Tentakel ist schon... Tanya's been bringing Vice Kings into the simulation and building up her empire. But now, she's got a new way to recruit. She's infected some people with a virus that turns them into her very own sex worker slaves. If that virus spreads, she'll have an army to add to the VK, making them unstoppable in the simulation. Matt's found a way for you to absorb the infection right out of her, killing the virus in the process. Once that's taken care of, we'll head to her club, technically legal, and give Tanya a taste of what she deserves. Okay. Matt's been able to trace the infected citizens. I'll take you to the first one. If they're working for Tanya, I don't expect them to go quietly. No doubt. I'm not sure what exactly the virus has done to them, but I'd be careful. Hm. Ja, ja. Sexarbeitersklaven. Hm. Irgendwie schon ein komisches Konzept, oder? Looks like they're not alone. Is Matt sure I'm gonna be able to absorb their powers? Only one way to find out. Though I'd soften them up before you try it. Here goes nothing. Hope I'm not interrupting something. Matt said since you're not actually a simulation program, you should be immune to the virus. You both better hope I am. You're going down. Ob sie das will. Lass mich raten, sehe ich auch. Did it work? How do you feel? Am I wearing... What am I wearing? Sorry, forgot to mention that. It's just a temporary change, nothing permanent. But the absorption seems to have worked perfectly. No sign of the virus left in that person. Good. Let's get to the next one then. You have witnessed perfection. Rock!
Schon lustig. Muss man einfach mal so sagen. Okay, lassen wir das gut sein und tschüss. Lass mich raten, in der nächsten Stufe werde ich noch weniger anhaben. The next infected person's on the move. We can't let the virus spread. Stop the car however you have to. Don't you dare run from me. Scheiß Nachrichtenwagen. Glaubst du das? So, mein Freund. Viel Spaß. Da unten. Get your ass out now. Wo ist er denn? Ach, da. Yo, hi. Furry? Oh, fuck me. Tanya's always had her own tastes. She's a level of depravity beyond what I can understand. Furry. Was werde ich jetzt? I'm really not liking this. The last one's by the church. 100% sure that's all, right? We're sure. If she had, things would be a lot worse off in here. I know Tanya's a bitch, but you really think she can do that much damage? I made the mistake of underestimating her once before, and it cost me my crew and almost my life. Now, if she's back to finish the job, then I say she's probably even more dangerous. Ich muss das mal gucken. Ich muss das jetzt einfach mal ausprobieren. Das Schöne daran ist, dass die... dass ich hier dadurch wahrscheinlich auch loswerde. Und das müsste doch theoretisch... Das zählt zumindest zu den Eiszerschmetterungen dazu. Also, ich weiß zwar nicht, ob es zu den Tentakelkills gehört, aber immerhin zu den Eiszerschmetterungen. Easy schon mal anfangen. Alright, this is the spot. A lot of VKs here. And a GIMP. Hi, my friend. Do your thing, then we can go after Tanya. Do my thing to the GIMP? Okay, come here. At least I didn't absorb his ball gag. I'll meet you at the club. Then we can keep her from doing this to anyone else in the simulation. What's the play when we get to the club? We find Tanya and I put a bullet in her. As long as she doesn't disappear on us again, sure. Don't worry. I'll be sure to block any attempt she makes at slipping through the code. See? She's not getting away from me this time. Geiler Effekt, ich kann die anscheinend auch zerschmettern, indem ich einfach nur durch sie durchrenne. Was schon cool ist. Muss man einfach lieben. So, jetzt haben wir ausgestiegen. Ah ja, wunderbar. So. Nochmal. Niederschlagen. Und it wasn't much of a fight. Keep it up. Ach, das ist eine von meinen. Ja, ich weiß nicht, Autos einfrieren ist irgendwie nicht so effizient. Yay! Tentakelniederschläge erledigt. Sehr schön. Eiszerschmetterung. So, okay, gut. Lassen wir das. Dann kann ich aber mal die Waffe wechseln. Auf was wechseln wir denn? Den Inflado-Strahl, der ist schön. Wenn du nicht so glühen würdest, Mädel. I'll park this thing and meet you inside. I see she's changed the decor a bit. Begib dich hinein. So. Look at that stage. That lighting. Good sound system. Ben, meet me near the backstage door. I have to do something. Oh ja, das gefällt mir, dass wir das Ganze hier nicht als Mann machen. Did you find Tanya? Tanya? No. Amateur night? Yes. We don't have time for this. There's always time to fulfill a dream. Führe einen sexy Tanz auf. Natürlich. I hope you're ready, Steelport. Der Hut gefällt mir nicht so wirklich. Hey, boss! I'm in the zone, Ben!
What the fuck? Jetzt muss ich das auch noch perfekt haben. This is for you. You've earned it. Das ist doch falsch. Ein Mann im Körper einer Frau. Der strippt. Die strippt. Das strippt. Der Bauarbeiter ist cool. Sogar noch seine Schutzweste an. Ist der Sinn vom Strippen nicht, dass man so sieht? That's because while you were in the zone, she took one look at you and ran for the roof. Damn it. Begib dich zum Dach. You got nowhere to run, Tanya! That's where you're wrong, sweetie. Go after her. I'll be right behind you. Oh nein. Hallo, heute noch. Fuck Spiel, ey. Geh mir nicht auf den Sack. Oh. Naja, verfolge Tanya. They couldn't fight worse shit. Okay. Schön, dass du unverwundbar bist. Ich liebe ja unverwundbare Gegner. You there, Matt? God, I wish I wasn't, but yeah, I'm here. I made magic on that stage, Matt. Did you see it? Right now, I'm just trying to figure out whether or not there was some sort of residual effect from absorbing those viruses that caused that sudden burst of... I don't know what to call it. That wasn't the virus, Matt. That was all me. 100% pure awesome. Whatever it is, please don't ever make me watch that again. Can we focus on killing Tanya before she gets away already? Wie soll denn wieder fangen? You think you can stop me? Yep. When I'm through, this whole city will be mine. There are two things I'm sure of, Tanya. I just performed the dance of the century, and you're gonna die by it. Is that what you call that convulsion on stage? You never could recognize true talent. Echt? Warum? Warum zum Teufel geht bei dir keine Waffe? Wieso kriegst du nicht mehr Schaden als die 50%, die du hast? Hm. Und nicht schon wieder ein Bug. Warum habe ich immer die Bugs? Komm, Mädel. Tu irgendwas. Geh mal ein Stückchen von dir weg. Vielleicht hast du ja Lust, mir zu folgen. Nein. Darf ich anmerken, dass mir das gerade schon wieder auf den Sack geht? Warum hat das Spiel auf einmal so viele Bugs? Die ganze Zeit lief so gut. Und jetzt auf einmal? Hallo? Nein, keine Lust. Ach ja. Hm. Kann ich dich wegschmeißen? Nein, auch nicht. Schade, schade. Neuer Versuch. Erneut vom Checkpoint starten. Ist wahrscheinlich vielleicht die bessere Wahl, als die komplette Mission neu zu machen. Nur so. Oh nö, jetzt muss ich hier wieder zugucken, wie so ein halbes Jahrhundert über die Becher hüpft. Guck mal, allein das war jetzt schon anders. Das ist irgendwie auch anders.
You there, Matt? God, I wish I wasn't, but yeah, I'm here. I made magic on that stage, Matt. Did you see it? Right now, I'm just trying to figure out whether or not there was some sort of residual effect from absorbing those viruses that caused that sudden burst of... I don't know what to call it. That wasn't the virus, Matt. That was all me. 100% pure awesome. Whatever it is, please don't ever make me watch that again. Can we focus on killing Tanya before she gets away already? You think you can stop me? Yeah. When I'm through, this whole city will aufhalten kann. Be mine. There are two things I'm sure of, Tanya. I just performed the dance of the century, and you're gonna die tonight. Is that what you call that convulsion on stage? You never could recognize true talent. Okay, ich sollte mir das mit dem Raketenwerfer irgendwie... Weiß nicht. Kommt wohl nicht so geil. Habe ich so das Gefühl. Habe ich den Entführungsstrahl eigentlich noch? Vielleicht kann ich sie einfach entführen lassen. So. Entlassen und dann... Hm. 500. Bumm. Ja. Nein, wirklich nicht. What the fuck, warum? Ich mag es nicht, wenn Spieler damit nicht rechnen, dass der Spieler ein wenig übermächtig ist. Also, ich kann jetzt ausmachen. Oder ihr könnt es laufen lassen, wie ihr wollt. Aber ich werde sie dieses wohl mit irgendeiner anderen Waffe malträtieren. Desintegrator, bleibt mir ja nur das. Oder halt mit meinen Kräften, ne? So, Tante. Do your thing. I wish I wasn't, but yeah, I'm here. I made magic on that stage, Matt. Did you see it? Right now, I'm just trying to figure out whether or not there was some sort of residual effect from absorbing those viruses that caused that sudden burst of... I don't know what to call it. That wasn't the virus, Matt. That was all me. 100% pure awesome. Whatever it is. Please don't ever make me watch that again. Can we focus on killing Tanya before she gets away already? You think you can stop me? When I'm through, this whole city will be mine. There are two things I'm sure of, Tanya. I just performed the dance of the century, and you're gonna die tonight. Is that what you call that convulsion on stage? You never could recognize true talent. Nein. Warum? Warum? Ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht. Okay. Dann müsst ihr jetzt mit mir durch. Dancing Queen. You got nowhere to run, Tanya! That's where you're wrong, sweetie. Go after her. I'll be right behind you. Also gut. Auch kein... kein Eis, ne? Wir nehmen die Waffen, dann nehmen wir von mir sogar die und dann nehmen wir Feuer. Genau, nehmen wir Feuer. Bekämpfen wir Schwachsinn und Scheiße mit Feuer. You there, Matt? God, I wish I wasn't, but yeah, I'm here. I made magic on that stage, Matt. Did you see it? Right now, I'm just trying to figure out whether or not there was some sort of residual effect from absorbing those viruses that caused that sudden burst of... I don't know what to call it. That wasn't the virus, Matt. That was all me. 100% pure awesome. Whatever it is, please don't ever make me watch that again. Can we focus on killing Tanya before she gets away already? You think you can stop me? When I'm through, this whole city will be mine. There are two things I'm sure of, Tanya. I just performed the dance of the century, and you're gonna die tonight. Is that what you call that convulsion on stage? You never could recognize true talent. Das ist so lächerlich. Oh ja, sie kämpft endlich wieder. Juhu, oh Gott. Okay, ich dachte dieses Mal wäre sogar schon vorbei, bevor sie überhaupt anfängt. Also ja, ich musste erst
dein Schild ausschalten, ne? So. Hier, Schild, komm. Und jetzt nochmal irgendwo hinschießen. Ah, ja. Sind wir zumindest schon mal ein Stückchen weiter, vorausgesetzt, sie kämpft hier gerade wirklich. Nein, sie glitscht wieder, oder? Soll mich das eigentlich stören, dass das Spiel mich echt verarschen will? Mich dazu zwingt, Schwachsinn zu performen? Weiß nicht. Ja, Kämpfe gegen Tanya, super. Weiß schon, bei der Hälfte deiner Lebenspunkte möchtest du dann gerne weglaufen. Und ich muss dir nochmal hinterherrennen. Warum das allerdings so komisch triggert? Keine Ahnung. Komm, du möchtest jetzt irgendwas anderes tun. Ja, ich glaube, ich habe es endlich geschafft. Drive her towards the park if you can, but keep her alive. I want to deal with her myself. Jetzt kann ich doch bestimmt wieder auf Eis umschalten, oder? Genau. No way to fight a lady. I'm gonna kill you, then I'm gonna find that coward king and make him suffer. Ha! You're the one who's running, Tanya. Well, he's the one who ain't here. He just sent you to do his dirty work. Work? Oh no. This has been my pleasure. Alter! Hör mal auf, mich so auseinanderzunehmen, Tante. Finde ich nämlich gar nicht so nett. Ohne Deckung auf dem Dach ist echt ungemütlich. So, drehen wir mal ein paar Runden. Bis wir wieder volles Leben haben. Ich meine, ich darf ja wahrscheinlich nicht meine ganzen Fähigkeiten benutzen, deswegen. Ist halt schon ein bisschen blöd. So ganz kann ich auch. Ja, Madame. Ganz ehrlich, Mädel. Deine komische Waffe ist durchaus schlagkräftig. Muss ich leider mal so feststellen. Deswegen müssen wir mal kurz hier Pause machen. Das war nicht Pause machen. Das war Dummheit. Aber naja. Jetzt können wir wieder. Ah, ne. Doing. Say goodbye, Tanya. She's in the park, King. Almost there. Ich hätte es sehr lustig gefunden, wenn sie durch die Rotorblätter gefallen wäre. Aber naja. Shit, did I just kill her? Ugh! Killed me? I don't think so, sweetie. No, Tanya. You never should have fucked with me and my crew. Please, you don't have the balls. You never could die with dignity. Oh, schöner Sound-Sync-Problem auch noch. Ja, wunderbar, es wird ja mal besser. Das Spiel beginnt mir langsam auf den Sack zu gehen. Really dead this time. Yep, there's no sign of her or her virus anywhere left in the simulation. Good. One less thing to worry about. Oh Mann, ey, das war ja wieder mal eine super beschissene Folge. Dank Bugs, Bugs und noch mehr Bugs. Wunderbar.
Superbegleiter, Ben King, Begleiter Tanya. Auch toll. Hast du jetzt noch neue Aufträge für mich? Nein, hast du nicht. Dann würde ich sagen, retten wir Asha. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Tell me you've located Asha. I have, but it wasn't easy. Her mind is so incredibly guarded, it was difficult to trace her neural signature. So you're saying she's close-minded? That's our Asha, all right. I'll set everything up. See me when you're ready. Close-minded. Ja, so kann man es auch sehen. Ist auf jeden Fall die letzte, die wir jetzt noch holen, bevor wir noch mal ein bisschen aufräumen. Würde ich sagen. Ja, doch. Doch. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.